Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Prison Architect in der Alpha 35? Ja, glaube 35 oder 36, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall machen wir weiter und schauen mal, ob jetzt in 15 Stunden die ersten Gangmitglieder kommen. Ich weiß es nicht. Wir könnten aber auf jeden Fall hier mal weiter Zellen bauen. Könnten wir hier mal langsam abschließen. Vielleicht kriegen wir das hin. Hier. Passt. Passt, passt, passt. Wunderschön, Leute. Dann können wir hier auf dieser Seite. Achso, da müssen wir. Moment. Eins, zwei, drei, vier. Und dann müssten wir hier weitermachen. So hier. Und da noch eine. Oh, schon wieder Pleite. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich, dass ihr schon wieder pleite seid. Ziemlich frech. Aber gut. So ist es halt. Was denn habe ich nicht. Ach, ich habe nicht mehr für Rohre Geld. Das ist schwierig. Würde ich es mal bezeichnen. Die Programme haben wir die angemacht? Ja, haben wir, aber. Naja. Drei haben schon bestanden. Wunderschön. Alkoholiker sind wir noch dabei. Und spirituelle Führung. Küche will ich nicht. Grundausbildung. Jetzt sind sie. Jetzt wollen sie das auch. Okay, da müssen wir dahin auch investieren. Das können wir jetzt nicht machen. Oder können wir schon. Aber es bringt eh nichts, weil wir noch keine Rüstungskammer haben. Also ist das jetzt nicht so wichtig, ne? Gut. Das heißt jetzt für uns, wir müssen auf Geld warten. Habe ich hier dann jetzt wenigstens hier eine Wache laufen? Wäre schon gut. Und hier eine Wache laufen. Ich habe mir das mit der Zeit noch nicht angeguckt. Muss ich noch machen. So hier. Dass hier wenigstens immer eine Wache rumläuft. Finde ich nämlich ganz gut, wenn ich sehe, was hier los ist. Genau wie hier eigentlich. Bitte eine Wache hin. Wir müssen noch einstellen. Wir haben jetzt 14 Wachen. 20 Gefangene. Ja, aber wir brauchen halt so viel für die Räume. Jetzt rennen sie hier zu dritt rum. Warum? Wieso? Lauft hier hin. Muss ich nicht verstehen, oder Leute? Da haben wir zu. Wir haben ja überall zugemacht, ne? Ja, richtig. Das ist gut so. Hier können wir nicht zumachen. Für unsere Gefangenen. Also, dass nur Personal reingeht. Das geht hier nicht. So. Jetzt ist Duschzeit und gleich gehen sie dann pennen. Und. Ja. Nach dem Pennen kommen die ersten. Oder wieder neue Gefangene. Mal sehen. Wie gut uns das tut oder auch nicht. Ich bin da etwas skeptisch noch. Wir sollten vielleicht auch mal eine Razzia machen, ne? Aber jetzt lassen wir erst den neuen kommen und dann können wir ja mal eine Razzia machen. Vielleicht sind ja auch die ersten Gangmitglieder da und dann haben wir wahrscheinlich so ein Problem. Ich habe nicht nachgeschaut, ich habe es angestellt. Mhm. 47 Zellen momentan. Mhm. Ja, da kommen ja jetzt noch vier dazu. Ne, fünf dazu. Wenn ich das richtig sehe. Heißt 52. Das ist schon gar nicht so schlecht für den Anfang, ne? Naja. Ein Bauarbeiter ist natürlich ein bisschen dreckig. Der läuft immer durch den Dreck. Passt schon. Ja. Das wird alles. Wir kriegen das hin. Warum geht es so langsam hier? Hallo, fünffache Geschwindigkeit. Mach mal ein bisschen hin, Uhr. So, jetzt sind alle in Pause, oder was? Hier. Einer. Da geht noch einer in Pause. Gut, besser jetzt, wie wenn die Gefangenen da sind, die neuen. Unser Psychologe. Und Krankenstation und so. Also hier wird fleißig gekocht. Finde ich gut. Zwei Köche müssten ja locker ausreichen noch. Yay, 4 Euro Gewinn. Wir werden reich, Leute. Oh Mann. So, jetzt langsam.
Warum geht die Uhr so langsam? Das will mir nicht gefallen, Freunde. Wir haben erst 20 Gefangene. Was soll denn das? Haben die da was verbockt mit der neuen Alpha? Oh. Hm. Nochmal 4 Euro. Oh yeah. So, ihr geht jetzt duschen und es gibt keinen Ärger, Freunde. Habt ihr mich verstanden? Es ist noch Duschzeit. Ihr habt nichts in eurer Zellen zu suchen. Hm. Hauptsache, sie können kacken gehen. Hm. Ja, buh, ich weiß, euch gefällt's nicht. Euch gefällt's aber nie, ihr Schlawiner. Und du könntest auch warten, bis die hier raus sind. Wäre vielleicht gesünder für dich. Wenn die jetzt durchdrehen, bist du im Arsch. Müssen sie jetzt putzen, wo die drinstehen, ne? Gut, jetzt sind sie raus. Ne? Das Essen, genau. Jetzt können die wenigstens in Ruhe putzen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Und da gibt's Essen. Das ist auch genug da anscheinend, aber genau abgepasst. Also es ist nichts mehr übrig. Hm. 3 Gefangenen sagen, dass sie gut behandelt werden. Einer wurde unnötig durchsucht. Ja, es passiert halt. Wie die hier rumschreien, was denn los? Ihr könnt doch alles machen, ihr habt gleich Freizeit. Mein Gott. Familie, Spiritualität. Oh, oh, oh. Wieder keine Gangmitglieder. Aber ein legendärer Gefangener schon mal. Hier, mein Freund. Wir wissen ja, die machen Probleme. Ist auch noch ein Polizistenmörder, also. Okay. Oh, und da gibt es auch Ärger. Wo war das? Der hat schon auf die Nase gekommen hier. Personal angegriffen und hier Duschköpfe gefunden. Wo wolltest du hin? Hör mal, spinnt ihr jetzt? Dreht ihr gerade ein bisschen durch? Hm, anscheinend, ne? Hm, hm, hm. Aber immer noch kein Gangmitglied. Mich irgendwie. Ja, wenn nicht, muss ich irgendwie in die Safe Games eingreifen. Muss ich mal gucken. Aber das ist ja nicht normal, das ist gar nicht. Ich weiß es nicht. Wird schon irgendwie stimmen. So, wir machen hier diesen Zellenblock auf jeden Fall mal noch fertig. So, hier. Tschakabum. Da haben wir noch 5000. Damit können wir jetzt aber auch nichts anfangen gerade. Ah, und ich erinnere dran, wir hatten über 400.000 am Anfang. Also war das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass wir das Gefängnis verkauft haben. Sonst wären wir noch lange nicht so weit. Und komm, mach mal auf. Auch blöd, wenn die hier warten müssen. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Bedürfnissen? Nein, ich wollte Bedürfnisse. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Bisschen Training, Erholung, Familie. Können hier alles machen. Und Freizeit ist halt. Jetzt muss erstmal ein bisschen gearbeitet und geschuftet werden, ist ja klar. Oh, wer kommt denn da? Unsere Buchhalterin, ja, die muss halt jetzt durch den ganzen Knast zum Personalraum zu kommen. Das ist vielleicht nicht sehr ideal, aber okay. Okay. Informationen. Ist keiner hier drin? Okay, können wir keiner. Er könnte auch ein Problem werden hier. Er könnte auch ein Problem werden. Was nicht so schön wäre, aber. So, hier wird schön geputzt. Wunderschön. Und verkauft. Ja, dann. Hallo, tut doch mal die Sachen hier auf den Tisch legen. Wer denn das? Oder. Ja, oder in die. Genau. Wie viel Geld habt ihr denn? 9 Dollar. Also mit den Gangs wird es dann ziemlich schwierig, wenn die. Haufen Geld haben, können die sich alles leisten. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Wir
brauchen Hunde, wir brauchen auch bewaffnete Wachen, wir brauchen so viel, aber ohne Geld wird das alles schwierig. Jawohl, schön bügeln. Habt ihr alle frische Wäsche? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Personal. Wir brauchen 20 Stück locker. Dass wir einfach ein paar freie haben, weil wir müssen ja auch hier. Ja, hier muss ja auch gelaufen werden. Oh oh. Oh. Drei Gefangene? Wärter hat der. Ja gut, das war jetzt gerade. Der hat drei Wärter gerade. Für einer. Gar nichts. Was ist denn jetzt wieder los? Warum dreht. Oh, oh ja. Das war. Und den tötet sie jetzt. War klar. Weil er ein Polizistenmörder ist. Ja. Da muss jetzt drauf kommen, bis er umfliegt. Zwei Tote, okay. War das ein Verräter? Nee, extrem launisch. Okay. Ja. Es geht schon wieder gut los bei uns im Knast. Mord und Totschlag. Einmal ein Wärter und einmal ein Gefangener, wo gemordet hat. Nicht schön, Leute. Hier können wir eigentlich auch aufmachen. Oh Mann. Wir haben 20 Wärter und da war gerade keiner frei davon. Na ja, mal eine Pause. Wo bringst du denn jetzt hin? Hä? War das gerade ein bisschen buggy? Ah ja, okay. Gut, weil er hat einen Ober abgeladen und unten ist er rein. Okay. Naja, kann passieren, ne? Der war der, wo den anderen umgebracht hat. Ups, der hier. Sieht's denn aus? Nein. Hat einer Lust hier? Oh ja. Du hier, Moment. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Ich muss den hier rekrutieren. So, in Verband. Einen haben wir dann schon mal. Das ist nicht so schlecht. Warum habe ich hier nicht eigentlich wieder unser Sicherheitsbüro hingemacht als Eingang? Ich glaube, das ist einfach so in mir drin, so zu bauen am Anfang. Das ist ein bisschen schwierig, da rauszukommen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Jetzt ist Schlafenszeit gerade. Und hier ist unser Informant. Naja gut, wir haben jetzt 28 Gefangene, zwei sind leider gestorben oder getötet worden, besser gesagt. Nicht sehr schön, aber so ist es leider, ne? So, hier haben wir Bretter, die können wir auch verkaufen. Oder Moment, habe ich denn? Versand habe ich schon, ne? Hier, ja. Eigentlich müsste das von alleine gehen, aber wir können das auch mit ein paar Hand machen. Zack und 1000 bekommen. Kein paar Bretter. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.